Also, eigentlich einleuchtend die Quintessenz des Hadith ist: Vergesse nicht deinen Ursprung oder deinen ursprünglichen Zustand, wenn sich deine Zustände ins Bessere wenden. Tamam? Denn wer seine ehemaligen Zustände vergisst und denkt, dass er schon immer so war und ist, wie er, oder so war, wie er heute ist, der wird nur wenig dankbar sein. Und deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auch in diesem Kontext: Schaut auf die, die unter euch sind, und nicht auf die, die über euch sind. Denn dann ist es eher, dass ihr den Gnaden und Gaben Allah Ta'alas gegenüber dankbar seid. Und dies bezieht sich nicht nur auf weltliche Angelegenheiten, sondern in jeglicher Hinsicht. Das können auch Fähigkeiten sein. Das können Kompetenzen sein. Deswegen sagt Allah Ta'ala im Kontext des Iman, sagt er: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, und wenn ihr aufbrecht oder rausgeht, فَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Sagt nicht zu denen, die euch mit dem Salam grüßen oder die sagen, wir sind Muslime, ihr seid keine Mu'minin. In welchem Kontext? تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ihr begehrt das weltliche Hab und Gut. Das heißt nämlich, weil wenn sie in einem Krieg sind, der Vers handelt um eine Kriegssituation, wenn er im Krieg ist und die Person gegenüber auf einmal die weiße Flagge zieht, ja, zieht auf einmal die weiße Flagge, und er hat, nehmen wir mal an, er hat massenweise Hab und Gut mit sich, ne? Und dann sagt er: Assalamu alaikum, ich bin auch Muslim jetzt. Entweder du nimmst es an, dann entgeht dir aber das ganze Zeug. Oder du sagst, ja, der macht das nur, weil er entkommen will. Allah Ta'ala sagt in diesem Kontext: Erinnert sie an sie selbst zurück. كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُ. So wart ihr doch auch vorher. Das heißt, in der Situation, in der die Person gegenüber ist heute, in dieser Situation warst du auch. Dann hat euch Allah Gnade erwiesen. فَتَبَيَّنُ, darum sichert euch ab oder vergewissert euch. Na, jedenfalls, Ma'an ibn Zaida, da kam mal ein Mann zu ihm und er sagte zu ihm: أَتَذَكَّرُ إِذْ قَمِيسُكَ جِلْدُ شَاتٍ وَنَعْلَاكَ جِلْدُ بَعِيرٍ. Er sagt: Ich erinnere mich noch an dich, ja, Ma'an ibn Zaida, als dein Qamis, also was du getragen hast, Schafshaut war, nicht Schaf, Ziegenhaut war, also etwas Billiges, und deine Schuhe bestanden aus Kamelhaut. Und dann sagte Ma'an, er sagte: Ja, ich erinnere mich auch daran, und lobte Allah. Und dann sagte der Mann: فَقَدْ جَلَّ الَّذِي أَعْطَاكَ مُلْكًا. Erhaben ist der, der dir Macht und Herrschaft gegeben hat, Hab und Gut gegeben hat. وَعَلَّمَكَ الْجُلُوسَ عَلَى السَّرِيرِ, und das Sitzen auf dem Sarir beigebracht hat. Woher hast du auf dem Boden gesessen? Das Sarir ist der Sitz, Thron, Bett, kann alles sein. Dann sagte Ma'an: Jalla Rabbi, erhaben sei mein Herr oder gelobt und gepriesen sei er. Und dann sagte er, und er wollte das damit erreichen, er sagte: Fajudli yabna naqisati bimalin. Darum, yani, nachdem du ja eingestanden hast, dich erinnert hast an all das und jetzt siehst du deinen Zustand, Fajudli yabna naqisati bimalin. Also gebe mir etwas von dem Vermögen. Er sagte zu ihm: Sohn einer
Minderwertigen. Er meint damit, yani, du kommst nicht aus den Verhältnissen, in denen du bist, du kommst nicht aus den familiären Verhältnissen, in denen du heute bist. فَإِنِّي قَدْ عَزَمْتُ عَلَى الْمَسِيرِ. Denn ich habe vor, aufzubrechen. Da gab er ihm etwas von seinem Vermögen. Also Sinn und Zweck von derartigen Geschichten ist, wie gesagt, die Dankbarkeit, ein Element der Dankbarkeit gegenüber Allah Ta'ala ist es, sich der Gnaden und Gaben Allah Ta'ala bewusst zu sein und sich ständig an sie zu erinnern und sie zu erwähnen. Sie nicht zu verheimlichen. Das heißt, wenn Allah Ta'ala dir eine Gnade erwiesen hat, dann sprich davon. Erzähl davon, das ist eine Form des Dankes. Ja? Allah Ta'ala sagt, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Und was die Gnaden deines Herrn angeht, darüber berichte und erzähle. Ja? Aber nicht im Sinne von ich, sondern indem man yani, Allah Ta'ala lobend diese Dinge erwähnt und ihm dankend erwähnt. Tamam? طيب.